Das ist ein guter Engel. Oh, oh, oh. But first, let me take a selfie. Dum, 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 dum. Ich sag's euch, wenn das heutzutage wäre, würde er jetzt sein Handy rausholen. Und er würde erstmal ein Selfie machen. Vor der hübschen Location. Das ist vollst eklig. Hi. Kann ich das beenden? Anscheinend nicht. Geh nicht zu nah dran, das macht impotent. So oft wie Leon schon irgendeinem Virus ausgesetzt war, Gift ausgesetzt war, irgendwo eingesperrt war, betäubt worden ist, irgendwelche Spritzen in den Nacken bekommen hat, glaub mir, der kriegt keine Kinder mehr, der Mann. Außerdem ist er in Teil 6 schon, wie alt haben wir gesagt? 35? 36? 37? 38? Nah an der 40. Da ist nichts mehr. Ada will ihn ja nicht. Obwohl sie ihn so sehr will. Das ist eine schwierige Geschichte, alter Schwede. Beobachtung zu embryonalen Wachstum pro Band 449. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor und begannen die Beobachtung. Das medizinische Team half das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 Wach- und 10 Punkten auf der GCS zu halten. Was ist GCS? Hey, Bodenkriecher, komm zum Stream. What? Ich bin 37. Ja, aber du hast nicht eine komische, komplizierte Geschichte mit Ada Wong und mit Jill Valentine. Und du hast auch nicht eine komische, komplizierte Geschichte mit Chris Redfield. Und du hast auch nicht eine komische Geschichte mit sich selbst. Und du hast auch nicht eine verdammt komische Story hinter dir, wo du schon 8 Millionen Mal mit Zombies zu tun hattest. Aber jedes Mal aufs Neue so tust, als hättest du keine Ahnung, was du gerade am Machen bist. Obwohl anscheinend der erste Tag in deinem Leben, der erste Arbeitstag in deinem Leben, in diesem Unternehmen, gegen Zombies war. Wenn du das alles haben solltest, dann finde dich damit ab, du kriegst keine Kinder mehr. Wie geht's so? Mir geht's gut. Ich habe mir vielleicht ein blaues Auge gehauen, aber ansonsten geht's mir gut. wo war ich? Was ist GCS? Das ist immer noch die Frage. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich aber und von weiteren Beobachtungen wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. In die Mülltüte damit. Runter ins Klo gespült. Vorbei. Beobachtung zur Fortpflanzungsrate. Proband 501. Das G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. 501 mutierte zu G-Form und wurde in einer Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass allen außer einem ein Embryo implantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. Mülltüte weg. Ein Proband brach während des Experiments zusammen und nahm sich das Leben. What the fuck? Okay. Experiment zur Resistenz gegenüber dem T-Virus. Wir verabreichen das G-Virus, Proband 628, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, zu dem wir 628 eine enge Beziehung hatte. Waren die beiden in Love? Das ist wichtig. Warum schreibt man sowas nicht auf? Ich will sowas wissen. Waren die beiden verliebt? Waren sie verheiratet? Ich will sowas wissen. 628 zeigte Anzeichen des Widerstands. Nach 24 Minuten wurde ihr dennoch ein Embryo implantiert. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. Cool.
Okay, zuerst Hut, nur ein blaues Auge. Immer diese blöden Türen, nicht wahr? Es war wirklich eine Tür, es war eine Schranktür. Keiner wird mir das glauben. Ist mein Auge blau? Ich muss nachgucken. Ich habe Panik. Es sieht gut aus. Und wenn es bis jetzt noch nicht blau ist, dürfte es eigentlich auch nicht blau werden, oder? Sie wollte einem Kind seinen Cookie wegnehmen, aber hat kläglich verloren. Warum fährst du das einfach an? Du hast keine Handschuhe an. Now back to Ada. Moment. Leon. Leon. Leon, Leon, Leon. Wir beide müssen reden, okay? Du hast keine Handschuhe an. Du hast auf keinste Art und Weise Schutz auf irgendeine Art und Weise. Wir haben gerade gelesen von T-Virus, von G-Virus und von irgendwelchen Embryos, die eingepflanzt werden in irgendwas. Und er denkt sich, ho? Hoho? Was dort denn? Oh mein, ab in die Tasche. Gut, alles klar. What? What? Was haben die ihm beigebracht auf der Polizeischule? Uff. Entschuldigung, aber es musste mal kurz raus. Das musste mal kurz raus. Ich meine, what the shit? Unmöglich. Wie gibt sich sowas von selbst in Gefahr? Jeden Tag. Er ist auch einfach in das Zimmer reingerannt, obwohl er gerade Gift versprüht hat überall. Er hätte zumindest mal eine Gasmaske holen können oder sowas in der Richtung, aber nein. Er ist zu cool für sowas. Immer alles anfassen und inhalieren, sowas lernt man dort. Er ist geprüfter Laborant. Er hat extra dafür einen Armkurs belegt. Ach so. Ach so. Okay, naja, gut. Das erklärt so einiges. Er weiß also, was er tut. Er wusste, was er tut. Er hat einen einzigen Blick gebraucht und hat verstanden, okay, alles klar. Alles klar. Broski. Broski. Warum mache ich mir überhaupt Sorgen um ihn? Er wusste sofort, was abgegangen ist. Aber sofort, hey. Aber sofort wusste er, was abgegangen ist. Sofort. Muss ich dich töten? Kann ich einfach weglaufen? Oh, seid ihr die beiden, die euch nahestehen? Seid ihr die beiden, die sich nahestehen? Seid ihr in Love? You call this thing William. Why? Bist du 628? It shouldn't have been like this. It's Umbrella's fault, this whole mess. You're Umbrella too. You're telling me you weren't involved in this. Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. Du musst es erzählen, er ist wunderschön. Scheiß auf Firmen, Schweigepflicht. Er ist wunderschön, sag ihm alles.
Oh mein, öffnet's Herz. Good God, William. What have you done? So you made this monster. We made the G-Virus, but we never intended this. You can spin it any way you want. You're still responsible. Bro! Das ist deine Frau! Wow, hier ist ein zweiter Angriff. Was ist mit? Warum tust du mir das an? Das war's.
Oh, vielleicht da. Dankeschön. 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 Moment. Ja. Da. Ganz schön fies, hättest du es nicht adaptieren können. Nein. Er ist ein erwachsener Mann. Den kann ich nicht adoptieren. Kann man Erwachsene adoptieren? Doch, kann man, ne? Man kann Erwachsene adoptieren. Klar kann man das. Danke für mein Messer! Riesen-Mega-Monstrum. Hey, mein Messer, gib mir mal ein Messer zurück. Burn, baby, burn. Okay, ich glaube, wir haben alles. War er wirklich erwachsen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, in seinem Inneren war er einfach nur ein Kind, was endlich Erfolg hatte und damit nicht klarkam. Bye! Ich gehe jetzt zu deiner Frau. Destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. The G virus is gonna go to the highest bidder. That's bullshit. But if the G-Virus gets into the wrong hands... Zu blöd, dass wir wissen, dass es 7 weitere Teile gibt. Spoiler! Oh my. Lady, es tut mir leid. Aber hey, dafür bist du mit William hoffentlich wieder vereint. Oh my. Moment. Ich muss mich erstmal reinigen. Das blaue Licht ist sehr hell. Super grell. Kann man da ein gutes Selfie kriegen? Ach, Leon. Bleib nass, mein Junge. So wie wir das mögen. Moment. Hatte sie ein Armband an oder sowas in der Richtung? Ich brauche eine Stufe. Ich brauche eine höhere Stufe. Ich habe nichts Stufenmäßiges bekommen.
Hast du ein Armband an? Hat sie nicht. So ein Studio nennt man auch sowas. Ist, weil ein Notfall ist, kann ich trotzdem in den Fahrstuhl Aufzug? Elevator? Burn, baby, burn! Ich kann nicht aufhören, es tut mir echt leid. Aber ich kann echt nicht aufhören. So traurig das auch klingen mag. Burn, baby, burn! Hi, bro. Bye, bro. Self-destruct! Ada! I was just thinking about you. That makes two of us. That makes three of us. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Oh, Leon. Why couldn't you just hand over the sample? As I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So Beziehung nennt man auf Facebook, it's complicated. I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, noch auf Facebook? Leon. Im Beziehungsstatus ist complicated? Keine Ahnung, ich habe kein Facebook. Ich hatte es mal. Es wurde gelöscht. Von mir. But I don't think you can. Oh my! Bist du zu einem Monster? Wollen wir darüber reden? Ich finde, wir sollten darüber reden. Du hast irgendwie versteckte Aggression. Ich kann dir helfen, dein Chakra zu entfalten. Wie gesagt, es ist wirklich, wirklich blöd, dass wir wissen, was danach passiert. Moment, what? Zeit? Jetzt ist Teil nicht gleich mitgegeben, hättest einige Bereiche nicht betreten müssen. Das stimmt. Aber Ada ist halt ein bisschen selbstsüchtig. Ich kenne mich da null aus. Wegen dem Facebook? Nachvollziehbar. Top, die streamen und ich verpasse alles. Moin. Ich habe alles getan, damit du es sehen kannst. Ich habe die Freundschaftsanfrage angenommen bei dem PlayStation Network Ding da. Ich habe bei Twitter getwittert und ich habe bei
Discord. Ja, das ist mir gerade nicht eingefallen. Discord auch geschrieben, dass ich gleich streame. Also mehr konnte ich nicht machen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hab gerade durch Zufall gesehen, dass du Resi 2 zockst. Zockst also PlayStation ohne mich notiert. Ich weiß, war beschäftigt, hab mir das unzerstörbare Messer klargemacht. Tja. Währenddessen du das Messer klargemacht hast, hab ich Ada fallen lassen. Nein! Ada! Wir werden uns nie wieder sehen! Nie wieder! Oh mein Gott! Und dabei waren die beiden so süß! Und sie hätten so ein süßes Pärchen abgegeben! Und oh mein Gott! Leon! 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 Das wäre wahrscheinlich meine Reaktion gewesen, wenn ich nicht wüsste, dass Ada zurückkommt. Oh mein Gott! Ey, hallo, 9 Minuten 4! 9 Minuten 3! Könnt ihr mich mal jetzt hier rauslassen? Eine ganze Minute vergeudet. Was war das? Claire! Leon? Redfield! You're down here too! Hi! But the whole place is coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. Wen hat Leon eigentlich noch nicht im Resident Evil Universe? Where are you now? Claire, Liebe gemacht are you still there? Ich wollte sagen geknallt, aber das kam mir dann zu krass vor. Und dann habe ich überlegt, okay, das muss ich abschwächen, aber wie schwächt man geknallt ab? Und dann kam Liebe machen bei raus. Ich denke, ich habe es gut gemacht. Warum ist der Raum immer noch rot? Okay. Leon! Oh my, Leon. Mit Nemesis, oder? Ich bin gerade überlegen, ob Leon und Jill Valentine sich kennen. Wann haben die beiden sich kennengelernt? Wann haben Leon und Jill sich kennengelernt?
Spring Break. Dann Granaten mitnehmen. Okay. Na mal. Oh Gott, nicht für die Viecher. Warum nicht? Hi, Mr. Higgs! Is this a fucking joke? Moment! Die würden so Schweinearschbacken sein und hier irgendwo ein Mr. Raccoon wahrscheinlich verstecken, oder? Ich muss ein bisschen warten. Wir haben ein bisschen Verzögerung. Nein, okay. Dann ist er gut. Sexy thing. So, noch dreckig, ey. Rush. I believe in miracle. Here come. This is sexy thing. Okay. Ups, ich hab die Schlüssel mitgenommen. Das wollte aber nett. So unnötig, dass es da noch reinstecken muss. Das Armband kann weg. Oh. Hi! Oh my, du bist OP ohne.
Oh mein, du bist so oben ohne. So was von oben ohne. Wie werfe ich den nochmal? Das ist tot. Armer Leon. Oh, das war ja traurig. Nein, der lebt noch. Wir brauchen ihn unbedingt für das schnellste Programm. Oi, oi, ich kann's überspringen. Hell yeah. Awesome sauce. Burn, baby, burn. Kann es sein, dass du mich immer triffst, obwohl ich wegrenne? Nicht fair. Das ist nicht fair. Muss ich genau in dem Moment eine Granate werfen? Das ist doch beschissen.
Oi. Bodenkriecher, ich werde mich wieder verabschieden. Im Übrigen kann es sein, dass ich in nächster Zeit öfters vorbeischaue. Okay. Warum klingt das wie eine Drohung? Warum klingt das wie eine Drohung? Sag das so nicht. Es könnte übrigens sein, dass ich in nächster Zeit öfter vorbeischaue. Das ist ein Finisher. Es reicht, wenn du sie wirfst, denn er hat sich dazu vorbereitet. Oh, ich kann sowas nicht. So zeitbestimmende Attacken. Was ist doch für ein Arsch. Schau lieber unterm Bett nach, bevor du schlafen gehst. Baby, bye! Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Ich bin nicht fertig! Bye bye, Mr. X. Bye bye. You have arrived at the bottom level. Gibt's hier Loot? Whoa. Hey. Oh mein.
baby, burn. Burn, baby, burn. Ist hier Loot? Ist hier Loot? Ist hier Loot? Shit! Oh, Leon, pass auf, wo du langläufst. Ich hab nicht deinen Arsch gerade gerettet, damit du ihn jetzt vernichtest. Wunderschön. Oh my. Jetzt erzählt mir nicht, dass mir auch noch eine Kralle wachsen würde. Der Arme. GG. Danke. Leon? Hey. We made it. Just like I said we would. Wer war das Kind? Da. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Im zweiten Durchlauf gibt's das wahre Ende. Das findest du bei Claire-Kampagne heraus. Jetzt wird Claire! Ja, wir spielen Claire jetzt. Vielleicht nicht unbedingt jetzt. Obwohl, jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich gehe lieber an die Haya-Bubu. Ich bin müde. Dann starten wir am Donnerstag mit Claire. Was passiert, wenn ich das überspringe? Oh my. Ein Lecker.